Moin moin und herzlich willkommen. Heute soll es gehen um Primzahlen. Es gibt über Primzahlen unendlich viel zu sagen. Deswegen werden wir uns nur auf ganz, ganz kleine Aspekte dabei begrenzen. So, erstmal, was ist eine Primzahl? Wir haben uns angeguckt, was Teiler sind, wie man Teilbarkeit bestimmen kann. Und jetzt gucken wir uns an, was eine Primzahl ist. Primzahlen sind alle Zahlen, die genau zwei Teile haben. Das heißt, eine Primzahl hat sich selbst, also meinetwegen die 17 als Teiler und die 1 automatisch, weil jede Zahl hat die 1 als Teiler. Ist ja auch logisch. Das heißt, alle Zahlen, die genau zwei Teile haben. Ich habe mir meine Liste aufgeschrieben der kleinsten Primzahlen oder der ersten Primzahlen, 2, 3 und so weiter. Euch fällt auf, die 1 fehlt hier. Warum fehlt die 1? Weil die 1 keine Primzahl ist. Warum? Weil die 1 nur einen Teiler hat. Und hier steht genau zwei Teiler. Das heißt, die 1 ist keine Primzahl. Wir machen mal ein kleines Gegenbeispiel, damit man mal einen Blick dafür kriegt, was damit gemeint ist. Wir machen mal die Zahl 4, die Teiler der Zahl 4 und zeigen, warum 4 keine Primzahl ist. 1, 2, 4. Das sind die Teiler der 4, das habe ich mal schnell im Kopf gemacht. Und ihr seht, ein Teiler, zwei Teiler, drei Teiler. Es gibt drei Teiler, das sind nicht zwei, keine Primzahl. Schade, 4 ist nicht dabei. Okay. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen wollen, wie viele Primzahlen es gibt, dann schauen wir uns mal die ersten paar Primzahlen an. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 und es geht immer weiter, immer weiter. Und es sei so viel gesagt, es gibt unendlich viele Primzahlen. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, es gibt eine große Primzahl und ihr findet sogar noch eine größere. Wer das nicht glaubt, kann das gerne mal überprüfen. Ich kann auch den kleinen Tipp geben, guckt euch das Sieb des Eratosthenes mal an, googelt das mal, dazu gibt es schöne Animationen. Da kann man sich mal angucken, wie das mit den Primzahlen zusammenhängt und kann dann vielleicht auch verstehen, warum es unendlich viele Primzahlen geben muss. Okay, dann möchte ich eine Kleinigkeit noch machen, nämlich die sogenannte Primfaktorzerlegung. Primfaktorzerlegung bedeutet, ich kann eine Zahl als Produkt nur aus Primzahlen bestehend schreiben. Das heißt, die 30 kann ich schreiben als ein Produkt aus Zahlen, die nur Primzahlen sind. Wir machen das mal als kleines Beispiel. Wie gehe ich dabei vor? Ich gucke mir erstmal an, kann ich die 30 durch 2 teilen? Denn ich weiß, 2 ist eine Primzahl und das bringt mich schon mal voran. Kann ich, nämlich indem ich einfach rechne 2 mal 15. So, dann habe ich hier schon meine Primzahl, das bleibt so. Die habe ich schon mal gerettet. Jetzt gucke ich mir mal an. 30 ist gleich 2 mal 15. Und kann ich aus der 15 nochmal eine Primzahl als Faktor rausziehen? Gucken wir mal, kann ich 15 durch 2 teilen? Nee. Kann ich 15 durch 3 teilen? Ja. 3 mal 5. So, und ich bin fertig. Warum? Weil ich jetzt diese Zahl 30 so zerlegt habe in Faktoren, dass sie nur aus Primzahlen besteht. 2, 3 und 5 sind alles Primzahlen. Und wir können nochmal überprüfen. 2 mal 3 sind 6, mal 5 sind 30. Die Primfaktorzerlegung ist ein bisschen knifflig. Diesen Gedanken, dass man eine Zahl schreiben kann als Produkt, der ist nicht, der fällt, fliegt einem nicht zu. Aber wenn ihr versucht, einfach zu überlegen, ob ihr eine 30 oder irgendeine Zahl zerlegen könnt, zerteilen könnt durch 2, durch 3, durch 5, durch 7, durch 11 oder wie auch immer, dann ist das Rezept, das ihr vorhabt, eigentlich relativ einfach. So, ich schreibe es nochmal ein bisschen anders auf. Die 30 zerteile ich in 15 und 2. Dann zerteile ich die 15 in 3 und 5 und 2. Das heißt, ich schneide die immer kleiner. Aus der 30 wird 15 mal 2, aus der 15 mal 2 wird 3 mal 5 mal 2. Und keine dieser Zahlen kann ich wieder durch irgendwas teilen. Das als kleiner Überblick. Ich weiß, das wird ein bisschen kniffliger, aber das kriegt ihr schon hin mit ein bisschen Übung. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal.